Russisch Dusche für Einsteiger. Babuschkas Überraschung. Herzlich willkommen zu deiner Yiki-Sprachdusche Russisch, einer besonders einfachen und effektiven Form des Lernens. Russisch ist eine sehr gefühlsbetonte Sprache. Dem Hören und Eintauchen in die Sprache kommt daher eine ganz besondere Bedeutung zu. Es heißt auch, dass man Russland und die russischen Menschen mit dem Ohr sehen lernen sollte, worauf wir bei den Russischsprachduschen auch besonderen Wert gelegt haben. Wir empfehlen daher, weniger strukturiert und analytisch an die Sprache heranzugehen, sondern so lange in sie einzutauchen, bis sie dir so richtig sympathisch geworden ist und du gar nicht mehr aufhören willst. Zum Aufbau des Kurses. Diese und die folgenden Lektionen sind alle gleich aufgebaut. Zunächst hörst du eine größere Anzahl von Vokabeln und kurzen Sätzen mit deutscher Übersetzung. Durch das rhythmische Sprechen und die ruhige Musik wird ein besonders aufnahmebereiter Lernzustand erzeugt. Versuche daher nicht, dir die Vokabeln zu merken, sie festzuhalten oder dich anzustrengen, sondern lass dich einfach von der Sprachdusche berieseln. Nach den Vokabeln hörst du einen lebendigen Dialog, in dem die zuvor gehörten Vokabeln und kurzen Sätze zur Anwendung kommen und du daher alles gut verstehst. Darin wirst du unter anderem Paul kennenlernen, der eigentlich nie nach Russland wollte und sich schließlich doch in dieses Land verliebt. Aber nicht nur das. Nach den Dialogen hörst du jeweils noch einzelne Sätze, mit denen du die Aussprache üben kannst. Es geht los. Глава 1. Привет. Kapitel 1. Grüß dich. Lausche nun zunächst den Vokabeln und kurzen Sätzen und lass dich tragen von den Stimmen, dem Klang der Worte und der Musik. Je wohler du dich dabei fühlst, desto leichter wird dir diese Sprache zufliegen. Vor allem am Anfang geht es daher in erster Linie darum, die Sprache zu genießen. Achte in der folgenden Lektion zunächst einmal nur auf den Klang und die Melodie dieser facettenreichen Sprache. Привет. Hallo, grüß dich. Привет. Внучка. Die Enkelin. Внучка. Внук. Der Enkel. Внук. Внученька. Enkelchen. Внученька. Внучек. Enkelchen. Внучек. Привет, внучек. Hallo, Enkelchen. Привет, внучек. Ты. Du. Ты. Приехать. Ankommen. Приехать. Ты приехал. Du bist angekommen. Ты приехал. Ты приехала. Du bist angekommen. Ты приехала. Как? Wie? Как? Хорошо. Gut, schön. Хорошо. Как хорошо. Wie gut, wie schön. Как хорошо. Привет, бабушка. Hallo, Oma. Привет, бабушка. Ты. Du. Ты. Как ты? Wie geht es dir? Как ты? Здоровье. Die Gesundheit. Здоровье.
Как здоровье? Wie ist deine Gesundheit? Как здоровье? Все. Alles. Все. Все хорошо. Alles gut. Все хорошо. Поездка. Die Reise. Поездка. Как поездка? Wie war die Reise? Как поездка? Тоже. Auch. Тоже. Тоже хорошо. Auch gut. Тоже хорошо. Быстро. Schnell. Быстро. Удобно. Gemütlich. Удобно. Быстро и удобно. Schnell und gemütlich. Быстро и удобно. Поезд. Der Zug. Поезд. На поезде. Mit dem Zug. На поезде. Ехать. Fahren. Ехать. Ты ехал? Bist du gefahren? Ты ехал? Ты ехала? Bist du gefahren? Ты ехала? Ты на поезде ехал? Bist du mit dem Zug gefahren? Ты на поезде ехал? Да. Ja. Да. Всего. Nur alles in allem. Всего. Один, два, три. Eins, zwei, drei. Один, два, три. Час. Die Stunde. Час. Всего три часа. Nur drei Stunden. Всего три часа. Это. Das. Это. Быстро. Schnell. Быстро. Это быстро. Das ist schnell. Это быстро. Есть. Essen. Есть. Будешь есть? Magst du etwas essen? Будешь есть? Конечно. Na sicher. Конечно. У. Bei. У. Меня. Mich. Меня. Есть. Es gibt. Есть. Торт. Torte, Kuchen. Торт. У меня есть торт. Bei mir gibt es Kuchen. У меня есть торт. Твои торты. Deine Kuchen. Твои торты. Всегда. Immer. Всегда. Вкусно. Lecker. Вкусно. Это вкусно. Das ist lecker. Это вкусно. Твои торты такие вкусные. Deine Kuchen sind so lecker. Твои торты такие вкусные. Рад, рада. Froh.
Рад, рада. Я рада. Das freut mich. Я рада. Чай. Der Tee. Чай. Будешь чай? Magst du einen Tee? Будешь чай? Я сейчас. Kommt gleich. Я сейчас. Спасибо. Danke. Спасибо. Тебе. Dir. Тебе. Помочь. Helfen. Помочь. Тебе помочь? Kann ich dir helfen? Тебе помочь? Отдыхать. Ausruhen. Отдыхать. Отдыхай. Ruhe dich aus. Отдыхай. Сам, сама. Selbst. Сам, сама. Я сама. Ich mache es selbst. Я сама. Вот. Hier. Вот. Твой. Deiner, dein. Твой. Вот твой чай. Hier ist dein Tee. Вот твой чай. Как тебе торт? Wie findest du den Kuchen? Как тебе торт? Делать. Machen. Делать. Я сам делал. Ich habe ihn selbst gemacht. Я сам делал. Я сама делала. Ich habe ihn selbst gemacht. Я сама делала. Очень вкусно. Sehr lecker. Очень вкусно. Есть. Essen. Есть. Ешь. Iss. Ешь. Какой? Welcher? Was für ein? Какой? План. Der Plan. План. Какие планы? Welche Pläne? Какие планы? У тебя? Bei dir. У тебя? Сегодня. Heute. Сегодня. И какие у тебя сегодня планы? Was hast du heute vor? И какие у тебя сегодня планы? Знать. Wissen. Знать. Еще. Noch. Еще. Я еще не знаю. Ich weiß es noch nicht. Я еще не знаю. Рассказать. Erzählen. Рассказать. Лучше. Besser, lieber. Лучше. Расскажи мне лучше. Erzähl mir lieber. Расскажи мне лучше. Секрет. Das Geheimnis. Секрет. Расскажи мне лучше твой секрет. Erzähl mir lieber dein Geheimnis. Расскажи мне лучше твой секрет. Потом. Später. Потом.
Диалог. Привет. Диалог. Grüß dich. Paul, der in Berlin lebt, dort geboren ist und die Großstadt liebt, besucht übers Wochenende seine Großmutter in Dresden. Er fährt gerne dahin, erinnert es ihn doch an die schöne Zeit, die er als Kind dort verbracht hat. Aber dieses Mal ist er schon etwas unruhig, da seine Großmutter von einem Geheimnis gesprochen hat und wie wichtig es wäre, dass er davon weiß. Sie ist schon sehr alt und er hofft, dass bei ihr alles in Ordnung ist. Привет, внучек. Ты приехал. Как хорошо. Привет, бабушка. Как ты? Как здоровье? Все хорошо, внучек. Все хорошо. А как ты? Как поездка? Тоже хорошо. Быстро и удобно. Ты на поезде ехал, да? Да, всего 3 часа. Ой, это быстро. Будешь есть? У меня есть торт. Конечно, бабушка. Твои торты всегда такие вкусные. Я рада. Будешь чай? Да, спасибо. Я сейчас. Тебе помочь? Нет, спасибо. Отдыхай. Я сама. Вот твой чай. Как тебе торт? Я сама делала. Очень вкусно. Ну и хорошо. Ешь, ешь. И какие у тебя сегодня планы? Я еще не знаю. Расскажи мне лучше твой секрет. Потом, Павел, потом. Es folgen nun einige Sätze mit Pausen zum Nachsprechen. Versuche dabei einfach den wundervollen Klang, den Sprachfluss, das eigentlich Russische aufzugreifen. Ты приехал. Как хорошо. Как ты? Как здоровье? Все хорошо. Как поездка? Быстро и удобно. Будешь есть? У меня есть торт. Как тебе торт? Твои торты такие вкусные. Тебе помочь? Нет, спасибо. Отдыхай. И какие у тебя сегодня планы? Я еще не знаю.